Aber es ist so. Gehörte Menge. Wobei natürlich diesen verpackten, vakuumgekühlten irgendwie. Na, vakuumgekühlt ist er nicht. Er ist entweder Vakuum verpackt oder Also, er ist so in einer Art Plastikfolie und kalt. Ja. Das ist ein Vakuum verpackt und gekühlt. Und pasteurisiert. Das kann er auch sein. Mit anderen Worten. Aber Emmentaler nicht. Ja, das ist der einzige Rohmilchkäse. Drum is ich eigentlich nur Emmentaler. Wenn einer schmeckt, mir auch. Aber ich muss auch dazu sagen, es ist doch so, da könnte man doch eigentlich den Käse gleich in der Apotheke abgeben und sagen, das ist ein Eiweiß. Na, bei dem Preis schon. Okay. Eins zu null für Sie. Aber ich meine jetzt, diese Eiweißernährung ist ja doch substanziell nur mehr jetzt ein wertvolles Eiweiß, halt, das man halt braucht. Ja, braucht man. Ja. Aber zum Essen ist das doch eigentlich nichts mehr. Ich bin ja kein Astronaut. Ne? Der muss eine Bühne essen, aber ich will ja was davon haben. Von ja, essen, da hat man ne? doch nichts mehr davon. Das ist doch im Prinzip. Ja, das heißt ja nichts. Eine Eiweißbühne ist ja. Ja, aber wo essen Sie, woher kriegt man überhaupt noch einen Käse aus Rohmilch? Das ist ja, glaube ich, sogar verboten. Nein. Bei den meisten Sorten, oder wie ist das? Es gibt verschiedene Sorten. Und aber ich glaube, Emmental ist ein Rohmilch. Der Rohmilch, ja, aber der ist auch in Plastik. Also das ist, das ist ja wurscht. Der, okay, gut. Aber ich meine, das ist ja zuerst einmal gewesen. Ja. Ja. Aber ich meine, an dem Käse ist der ich meine, ist das physiologisch in Ordnung? Also rein lebensmitteltechnisch ist es in Ordnung? Meistens. Ja, na gut, also ja. Es gibt überall Fehler, ne? Ja, aber ich meine, grundsätzlich sozusagen ist der Käse nicht der Fehler. Also ich meine, ja. Na gut, was haben wir dann noch? 600 weiße Flecken. Ah ja, dann gehe ich ja noch chinesisch essen. Na, das tue ich nicht. Aber ich. Also, gut, ich muss dazu sagen, ich bewohne ein Haus in Gumpendorf, wo ein China-Restaurant drinnen ist, sodass ich hinten arbeite. Gehen Sie in die Kuchel? Nein, ich gehe ins Speisesaal. Ja, aber Sie gehen, das haben ja Sie vorher kontrolliert, haben Sie gesagt. Nein. Das ist ja in Ordnung. So alle ist ganz gar nicht möglich. China-Restaurants. Und bei den Chinesen haben wir leider sehr, sehr viele Beanstellungen. Aha. Und die komischesten. Mir bereitet es ein großes Vergnügen, chinesisch essen zu gehen. Ja. Also, obwohl ich auch schon gehört habe, dass es Dingfälle gibt, also alles Mögliche. Aber jetzt die eigentliche Frage ist, wenn ich die knusprige Ente bestelle, da sind so weiße Flankerl drüber gestrahlt. Was ist das? So ein bisschen ein leichter Schnee wie Staubzucker. Na, Zucker kann es nicht sein, das schmeckt. Kann ich Ihnen nicht sagen, ich gehe nicht chinesisch essen, habe ich noch nie gesehen. Es sei denn, ist das Durm? Nein, das schmeckt hervorragend und ich bestelle noch eine zweite Portion. Sind das diese Geschmacksverstärker? Das sieht man nicht. Ja, aber wenn man sie draufstrahlen würde, würde man sie sehen. So grob kann man es gar nicht draufstrahlen. Das geht nicht, es kann nicht ein Geschmacksverstärker sein. Ja, aber ich meine, sag mal, wenn der in dem Kübel ist, wo sie das kaufen, die Geschmacksverstärker, das muss man ja sehen, weil sonst kann man nicht hingreifen, dass er da ist. Also man muss was sehen. Ja, sicher, aber so viel kann man davon nicht nehmen, ja, dass man sieht. Ja, aber offensichtlich doch, weil ich immer noch eine zweite Portion bestelle. Das ist aber anders bedingt. Sie essen viel. Okay, also das lassen wir noch einmal offen. Aber die rein theoretische Frage ist, wäre es rechtlich überhaupt noch erlaubt, Geschmacksverstärker zu verwenden? Ja. Ah, das ist erlaubt. Das wäre erlaubt. Steht auf die Packungen sogar drauf, ne? Ja, aber gut, aber in meine Packung, also ich kriege die Hände. Sie kriegen sie ja offen, ne? Ich kriege die Enten und verpackt. Ja, aber wenn Sie was verpackt kaufen, steht das drauf. Ah, das ist erlaubt? Ja. Und ich habe mir gedacht, ich habe mich ertappt. Nein. Ja, aber das wird ja, Staubzucker ist es nicht. Das schmeckt. Nein, das schmeckt so nur noch Magi, wenn ich das so. Na, das war dann ein Geschmacksverstärker, aber den können Sie nicht sehen. Ich sehe ihn aber. Nein, das ist was anderes. Ich lade Sie ein. Nein, ich gehe nicht so. Nein, ich lade Sie nur ein zum Ausschauen. Na, her damit.
Nein, ich komme morgen, ich meine, kann ich da anrufen, wie 144 gibt es so eine Nummer, wo ich sage, geh, hallo, da habe ich ein weißes Pulver oder so. Sie können die Untersuchungsanstalt anrufen. War das das Telefon? Ich habe nichts gehört. War das Telefon? Nein, nein. Der Flaschen. Entschuldigung. Gut, also das ist okay. Das geht. Aha. Und dann geht ich, ja? Sogar Mitternacht sind Leute aus Nachtlokale öfters gekommen und haben irgendein Essen braucht, mit dem es nicht zufrieden ist. Ist rund um die Uhr besetzt? Nein. Eigentlich nicht. Nicht? Ja. Wenn ich länger da war. Ja, ja. Und wo befindet sich das? Wien 1030, Hennebergasse 3. Henne, wie das Huhn. Ja, Hennebergasse Henne. 3. Das wollen wir uns noch einmal merken. Aber eine letzte Frage vielleicht noch. Ganz essentiell, ich gehe auch immer täglich Mittagessen. Und zwar Abendessen gehe ich eher chinesisch, aber mittags gehe ich da zu so einem kleinen Café in Gumpendorf. Und da ist das Fleisch immer wach. Also ich kann daheim kochen, was ich will, das ist immer hart. Und dort ist das Fleisch immer wach. Ist das in Ordnung? Darf das sein? Das kann erstens einmal. Da gibt es ja so ein Mittel, wenn man das ja, einigt. Ja, ich weiß schon, was ich meine. Wie heißt das? Ein Zartmacher kann man. Aber das ist ja verboten, ne? Zum Draufstreuen in Wirtshaus, ja. Der Fleischhocker darf es aber? Nein. Wer darf? Aber Sie daheim. Ja. aber das, dass daheim allebei hart ist, das dürfte an der Koch. Ort liegt. Ja, ja, ja. Und nicht an. Also Sie vermuten, das wird nicht dieser Zartmacher sein. Sondern da gibt es noch andere Tricks. Na, kochen muss man kennen. Ich glaube, das ist ein würdiges Schlusswort. Und jetzt darf ich Sie ersuchen zu einem kleinen Dosenschießen zum Wochenausklang. Wir wollen hier. Schauen Sie, das wäre der... Homo! Oh Gott! Entschuldige. Robin! Na, jetzt ist er auch. Oh, danke vielmals. Na, Moment. Nee, Robin, das... kannst du das reparieren, glaubst du? Entschuldige vielmals. Entschuldige. Ja, aber da ist noch was. Ach, du, Moment. Ah, das ist das Mikrofon. Das ist aber nicht von mir, das ist egal. Ah, das ist meins. Ich rede jetzt pur. Ungefiltert. Nein, das geht ja ohne den auch. Ich stecke mir es da hinten ein. Herr Hofrat, darf ich Sie ersuchen, mit diesem Ball von dieser Linie weg, an der Spitze liegt Herr Leon Askin, gefolgt von Franz Muri. Aha. Wow! Ich glaube, wir haben euch jetzt einiges vermittelt und können nun zu unserem Video übergehen. Und ich darf euch also jetzt ankündigen, das Video im Schwimmbad.
Natürlich hat er Angst vor dem Wasser, weil er im Wasser durch sein Körpervolumen sich nicht sehr sicher bewegen kann, weil das sein großer Bauch im Wasser sehr formlos herumschwankt und daher die Bewegungen nicht sehr regelmäßig kommen können. Das bereitet ihm Schwierigkeiten. Eher nicht. Durch den Auftrieb drückt das Fett hinauf und das behindert ihn ein bisschen an der Bewegung. Also bei uns in der Kindheit hat nie wer ans Schwimmen gedacht. Nie, das Schwimmen gibt, habe ich gar nicht richtig realisiert. Und wie wir dann in der Handelsschule regelmäßig Schwimmunterricht hatten oder ins Schwimmbad gegangen sind, dann habe ich schon nicht schwimmen können. Und dabei ist es geblieben. Ich bin aus Unternalb und das ist ein Binnendorf. Also ich bin ein Binnennalber. Und dabei ist es geblieben. Also wenn ihr einen Fluss gehabt habt, dann seid ihr schon mal kein Binnendorf. Ne? Dann liegt Dimmelkamm ja schon am Fluss. Man sagt ja, Dimmelkamm am Fluss. Ne? Wir aber sind Unternalb, ganz nur so für sich allein. Und da hat niemand ans Schwimmen gedacht. Und es ist auch niemand nachgegangen. Also, wir haben einfach nicht schwimmen müssen. Also in Nalb nicht. In der Literatur Nalbs hat das Wasser einfach keine Rolle gespielt. Also, du meinst eine Aversion gegen den mütterlichen Uterus. Also, ich meine, an und für sich, also vielleicht, also dass er mir sozusagen, dass ich nie im Wasser, also sagen wir, man ist ja zuerst im Fruchtwasser. Und es könnte sein, dass es mir dort nicht gut gegangen ist. Aber das ist jetzt eine reine Spekulation. Ich kann mir an nichts erinnern. Ich wasche mich auch nicht gern. Also, ich meine, wenn man der Sportverein zum Beispiel einen Schwimmlehrer einmal in der Woche zahlt, vielleicht war das ein Weg. Also, ich meine, man fühlt sich ja im Wasser wirklich wohl. Und ich habe auch einige Entdeckungen gemacht im Wasser. Zum Beispiel, wenn man die Füße so zusammenschlagt, da treibt es einem nach vorne. Da habe ich das Prinzip der Raketen begriffen. Das ist nämlich das Wasser und das Luft ist im Prinzip was Ähnliches. Das sind lauter so Moleküle, die zusammenpicken, die Luft und das Wasser. Und wenn man da so zusammenklatscht, dann fliegt die Raketen in die Höhe. Ich habe nämlich schon lange überlegt, das war mir schon immer klar, warum die Raketen fliegt, so in die Höhe. Aber es war mir nie klar, warum eine Raketen im Vakuum, zum Beispiel wenn das um die Erde fliegt, und da kennen die ja die dann trotzdem, zum Beispiel die fliegen zum Jupiter, und dann haben sie sich ein bisschen verflogen, und dann schalten sie die Raketen für ein paar Sekunden ein und fliegen wieder gerade. Und wo schiebt dann die Raketen hin an, wenn aber da keine Moleküle sind, wo es auftauchen kann? An diese Problematik wurde ich zurückgeworfen. Ich habe nicht jetzt prinzipiell wie gegen das Wasser was. Ich habe ja schon 1975 und 1978 und dann 84 wieder Schwimmkurse belegt. Aber es ist nie so richtig vorangegangen. Also ich kann mir vorstellen, ich meine, sagen wir, wenn die soziale Frage befriedigend gelöst ist, dass ich mir jeden Tag ein Mittagessen leisten kann, dann gehe ich Vormittag ein bisschen schwimmen. Nachmittag ein bisschen schlafen und mittags ein bisschen essen. Und am Abend ein bisschen moderieren. Und am Abend ein bisschen moderieren.